wünschen wir ihr dafür viel Kraft und alles, alles Gute. Das Taschenbergpalais in Dresden, da sind wir jetzt, einst vom August dem Starken errichtet lassen, so rum, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude ja stark zerstört, dann wieder rekonstruiert und zum Hotel umgebaut. Seitdem waren viele Prominente da, auch Adlige und Staatsoberhäupter. Jetzt wird das Haus erneuert und umgebaut, doch vorher muss das Inventar weichen, auf dem der ein oder andere Promi gesessen oder vielleicht auch gelegen hat.